Neue Quests wurden für die Abenteuerwoche hinzugefügt. Außerdem, was war da eigentlich so beim Community Day los und mehr, damit gesagt ein wenig Pokémon Go. Ich fange direkt mit der für mich spannenden Sache an. 4 neue Quests, ich meine, so neu sind manche davon nicht, aber die haben sogar die Bezeichnung im Code mit Adventure. Quest-Adventure. Da gibt es 4 Stück. Einmal brüte so und so viele Eier aus. Dann die nächste ist, verdiene so und so viele Bonbons mit deinem Kumpel. Dann haben wir, besuche Pokestops, die du noch nie zuvor besucht hast. Also die mit dem Halo drumherum, mit diesem Heiligenschein, mit dem Kreis, wie auch immer. Einfach neue Pokestops. Und zu guter Letzt, entwickle ein Ammonitas oder Kabuto. Also, gehen wir es der Reihe nach durch. Nummer 1, übrigens, die Boxen sind leider aus dem Shop verschwunden. Und leider deshalb, weil man jetzt für die Abenteuerwoche offenbar richtig viele Inkubatoren benötigt, wenn es um die Brüter XY Eierquests geht. Aber vielleicht war das auch nur ein Fehler, dass die Super- und Hyperboxen ebenfalls verschwunden sind, weil die haben perfekt fürs Event gepasst mit den Super-Inkubatoren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die wiederkommen, also mal schauen. Also, Eier ausbrüten. Es wird ein Event, wo man viel herumlaufen muss. Ich weiß zwar nicht, was es als Questbelohnung geben wird, aber wenn es zum Beispiel Pokémon-Begegnungen sind oder schön viel Sternenstaub oder so, dann kann sich das definitiv lohnen. Gut, dass ich mit Tauboga, beziehungsweise Taubsi ist besser als Buddy, rumlaufe, kommt nicht von ungefähr. Naja, eigentlich doch, ich hatte das auch schon vor dem Questsystem, aber wer momentan mit dem Questsystem aktiv spielt, aktiv questet und trotzdem zum Beispiel ein legendäres Pokémon oder so hat, der verpasst etwas. Denn ich glaube, in den letzten Tagen ist kein Tag vergangen, an welchem ich nicht mindestens einmal die Quest absolviert habe, verdiene ein Bonbon mit deinem Kumpel. Klar, natürlich kann man sich die Quest auch ganz lange aufheben, bis man die 20 Kilometer mit seinem legendären Buddy zurückgelegt hat, oder man hat das direkt nach einem Kilometer mit einem von den Buddies, wie zum Beispiel Taubsi und so weiter und so fort. Also spätestens bei der Abenteuerwoche, wenn das wirklich als Quest-Ziel kommt, sollte man seinen Kumpel wechseln. Ich sag nicht, jeder muss jetzt sofort Taubsi nehmen, aber ich glaube sogar Kleinstein hat ebenfalls einen Kilometer, wenn sie das noch nicht geändert haben und so. Also da gibt es schon ein paar Kandidaten und ansonsten, ja. Außerdem vielleicht schon mal Gegenden im Hinterkopf behalten, wo man gerne hinschauen möchte, wo man aber noch nie war. Das heißt, alle Pokestops wurden noch nie gedreht, dass man auch dort einiges machen kann, wenn man diese Quest häufiger erhält und es, wie gesagt, eine feine Belohnung gibt. Und dann noch bezüglich Amoroso und Kabutops, die Entwicklungen. Eventuell diese beiden als Shiny, weil ich würde schon schätzen, dass Niantic mit diesem Event irgendwelche Shinies einführen wird und naja, wenn man die für eine Quest benötigt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es diese beiden Familien auch als schillernde Pokémon geben könnte. Bisher wussten wir eigentlich nur unter Anführungszeichen aus dem offiziellen Newsletter, dass Niantic, den aber nicht jeder erhalten hat, dass Niantic diese Abenteuerwoche plant. Also es war kein Leak oder so, sondern es war was Offizielles, einfach aus dem Newsletter. Aber nun ist es nochmal die ordentliche Bestätigung, ja, das Abenteuer-Event wird kommen, ja, es geht sogar um Quests. Also kann man sich schon mal ein bisschen vorbereiten, brüten und rumlaufen. Dann zum Community Day. Bisschen habe ich ja schon gezeigt, meine Ausbeute entwickelt und so weiter, 3 Shinies sind es bei mir geworden. Ein 100er Glumanda und ich werde die Szene dann auch zeigen, denn ich habe meinen gesamten Community Day aufgenommen, das heißt, ich finde dieses Glumanda, ich meine natürlich, PewDiePie findet dieses Glumanda beim Schneiden und er wird es zeigen. Das war dieses mit 200, was war das, 85 WP oder irgendwie so. Und das war einfach mal ein 100er. So, jetzt haben mich viele Kommentare erreicht, die auch konform gehen mit sehr vielen Berichten auf Reddit bei The Silph Road. Und zwar weniger Glumanda bei diesem Community Day. Also klar, weniger Glumanda als beim Voltilam Day. Nein, weniger Event-Pokémon bei diesem Community Day. Mir ist es ein bisschen aufgefallen, weil ich eben nicht nur in Nestern war, sondern ich bin auch in der Stadt rumgelaufen und wollte mir eben immer neue Quests holen. Und dann habe ich irgendwann gesehen,
Moment mal, also die vom Wetter geboosteten Pokémon mit Sternenstück plus eben dreifachen Sternenstaub fürs Fangen, das hat mir schon ganz gut gefallen. Und Glumanda war eben leider nicht vom Wetter beeinflusst, also gab es da nicht so den krassen Sternenstaub. Also bin ich auch viel rumgelaufen und da muss man tatsächlich sagen, gab es wenige Glumanda. Wenn ich dann aber wieder in einem Nest war, hatte ich durchaus so 3 bis 5, 6, 7 Glumanda zeitgleich auf dem Screen. Also es hing stark davon ab, wo man eben gespielt hat, in welchen Nestern man war. Aber so gefühlt würde ich eigentlich auch mich diesen ganzen Berichten anschließen und sagen, dass Niantic da ein bisschen die Fundrate runtergeschraubt hat. Es waren noch immer genug, also in diesen 3 Stunden, obwohl ich eben vermehrt nicht in Nestern war, habe ich 110 oder so, ich habe es am Anfang gezeigt, 110 gefangen und weitaus mehr gesehen. Ein paar sind mir geflüchtet mit Goplus und so weiter, aber genau, in der Stadt konnte man das ganz gemütlich machen. Ich habe aber gehört von Dorfspielern, dass sie irgendwie wohl kaum Glumanda gefunden haben, was ich schade fände. Aber es haben trotzdem sehr viele Leute 2-stellig Shinies gefunden. Und ja, ich meine, es gehört auch Glück dazu, keine Frage, aber wenn 2 Leute 100 Glumanda sehen, dann kann der eine 10 Shinies haben und der andere nur eines. Das ist einfach so. Moment, wer hat das geschrieben? Ich glaube sogar irgendein Let's Player. War das Pope Dave? Irgendjemand hat kein einziges Shiny bekommen? Nein, ich finde es gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, wer das war. Aber irgendjemand hat tatsächlich auch so 100 Glumanda oder mehr gesehen bzw. gefangen. Und kein einziges davon war Shiny. Also ist bitter, vor allem weil Glurak so genial aussieht. Aber kann natürlich auch vorkommen. Leider. Ja, und ansonsten, was ich sehr genial fand, eigentlich war das Timing von Ho-Oh, denn dieser legendäre Vogel ist ja genau während des Community Days bei uns erschienen oder beziehungsweise eigentlich bei allen Leuten. Und das war praktisch die erste Gelegenheit, wo man auch ein Shiny davon fangen kann. Das heißt, die ganzen legendären Raid-Eier, da waren immer genügend Leute sofort am Start, egal bei welchem, Latios oder Ho-Oh, und da habe ich dann auch in diesen 3 Stunden sogar 4 legendäre Raids mitgemacht. Was natürlich eine feine Kombination war mit Glücksei und Sternenstück. Mehr Sternenstaub für den Raid und die Erfahrungspunkte nimmt man dann auch gerne mit. Aber ich bin da nie lange wirklich irgendwo geblieben, wo der Raid war, sondern in der Lobby muss man 2 Minuten warten. Dann kann man sich so circa 70 bis 80 Meter entfernen, bin ich schon mal ein bisschen vorgelaufen und danach, sobald der Kampf beginnt, kann man rumlaufen, weil das dauert ja doch inklusive Fangen und da flüchte ich nicht. Inklusive Fangen dauert das, keine Ahnung, so 5, 6, 7, 8, 9 Minuten und wenn man da 4 Raids macht, dann häuft sich das und hat man direkt eine halbe bis dreiviertel Stunde von nur 3 Stunden im Event ansonsten vergeudet. Deshalb, ich warte nur die 2 Minuten in der Lobby und danach laufe ich schon rum, den Rest erledigt Go Plus für mich. Geht natürlich nur, wenn man ein Go Plus am Start hat. Und deshalb sind bei mir da auch einige Geflüchtete zustande gekommen. Die Quests, da habe ich mich immer über die gefreut. Fange 3 Glumanda, wenn es Sternenstaub als Belohnung gab oder Sananabären. Der Rest, ja, die Bälle waren jetzt nicht so wichtig, aber ich habe die Quest trotzdem nicht gelöscht, sondern erledigt, sodass sich der Counter für die Medaille ein bisschen erhöht. Aber ansonsten, lustigerweise, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder irgendein Fehler. Es gab wirklich so, jede 30., 50. Quest war eine andere. Zum Beispiel fange 3 Gift-Pokémon oder setze eine sehr effektive Ladeattacke in einem Kampf ein. Als ob so manche Pokestops einfach vergessen wurden, dass man da die Quest einführt. Oder hat das irgendwas damit zu tun, dass ich vielleicht am vorherigen Tag dort eine Quest absolviert habe? Oder keine Ahnung, oder einfach beabsichtigt, aber irgendwie seltsam. 99% aller Quests circa sind Glumanda und dann gibt es trotzdem ab und zu noch so eine andere. Weiß nicht, was das jetzt für einen speziellen Grund haben soll, aber genau. Für mich ganz klar, mein persönliches Highlight war ist dieses 100er Glumanda, war dieses 100er Glumanda, denn ich habe keine 100-100er mit irgendwelchen Maps gefangen oder so. Ich muss jedes 100er irgendwo zusammenkratzen und das war eben wirklich
Wenn man so einen Fang hinlegt, nicht mal damit rechnet, es nicht mal weiß, weil irgendjemand im Stadtpark schreit, ja, da hinten ein 100er, sondern einfach nur völlig zufällig, dann ist die Freude natürlich noch tausendmal größer, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sagt, boah, Schilling, hype dein 100er nicht so sehr, ich habe 200 100er, mir fehlt nur noch, keine Ahnung, Absol in 100, weil man das nicht mit einer Map fangen kann. Genau, war alles in allem sehr erfolgreich für mich. Ich werde dann noch mein 100er Glurak irgendwann maxen, spätestens wenn die drei Regis, die Golems erscheinen, dann geht's ordentlich los. Auch wenn Glurak jetzt nicht mehr einer von den Top-Angreifern ist, so circa auf einem Niveau mit Flamara. Aber hey, wenn man einen 100er hat, dann kann damit ja eigentlich nichts schief gehen. Na gut, ansonsten würde ich mal sagen, bin ich schon gespannt, was die Abenteuerwoche mit sich bringt. Augen und Ohren offen halten für eine Ankündigung. Für jetzt war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach. Bei nächstem Mal weiter.